Am Freitag erscheint das neue Album der Kieler Band Leoniden mit dem Titel Again. Die Indie-Rock-Gruppe will nun die deutschen Charts weiter aufmischen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News erzählen Lennart, Jamin und Jakob, woher sie ihre Energie für die Musik nehmen. Ich glaube, das ist einfach ein ganz komischer, vielleicht ungesunder Ehrgeiz, den wir haben. Es ist einfach so, dass es sich ganz selbstverständlich und richtig anfühlt, morgens um 4 aufzustehen und einfach dann irgendwo hinzufahren und da irgendwas zu machen, auch egal wie müde man ist. Wir sind ja, wir machen das ja eigentlich zum Spaß alles. Also weil wir da wirklich großen Spaß dran haben. Spaß, den man auch in ihren Songs, wie ihrem aktuellen Lied Kids, hört. Aber was, wenn sich die 5-mal in die Haare kriegen, wenn einer einmal einen schlechten Tag hat? Das kommt ja vor, also es kommt natürlich vor. Ja. Dann erkennen das die 4 anderen eigentlich, ohne dass drüber gesprochen werden muss. Und dann wird das halt irgendwie einfach ein bisschen aufgefangen. Das passiert ja jedem einfach, dass man irgendwie einen Scheißtag hat, einen falschen Fuß aufstellt oder irgendwas anderes passiert. Mhm. Sich mit irgendjemandem, also es ist ganz normal. Und da wird dann einfach, so ist das. Ja. Jamin, dachtest du? Ja, oder gar nicht aufsteht und mit dem falschen Fuß liegen bleibt, passiert auch. Mit dem falschen Fuß liegen bleibt, ja, auch schon mal passiert. Und was steht bei der Band in Zukunft an? Jetzt halt eine riesengroße Tour bevorsteht. Und natürlich ist das Ziel, die Tour, jedes Konzert so zu spielen, als wäre es das erste und letzte gleichzeitig.